Jetzt nochmal ein Spiel, wo es echt Flugzeuge, wollte ich schon sagen, Flugtiere in einer Tour vom Gegner gab. Das war richtig geil, das war ein richtig spannendes Spiel. Ja. Gut, das schneide ich alles raus. Dann drücke ich hier nochmal auf Ansehen. So, jetzt nochmal ein Spiel, wo es wirklich, der hatte nur Flugzeuge und das war richtig spannend. Und ja, guckt, ob ich es gewonnen habe oder nicht. Nochmal eben, der Trick ist einfach, wie hier jetzt diese Friedhofsteine zu setzen, sodass die immer erstmal angegriffen werden. Möglichst schnell jetzt Skelett zu setzen. Das mit Koboldsperlinge da. Scheiße. Ich weiß die ganzen Begriffe nicht, wie die Dinger heißen. Ist mir einfach meistens scheißegal. Ich will ja nur spielen. Aber also, die mit ein paar Kobolden abzudecken oder mit dem Bomberman. Und dann läuft schon. Wenn ich die letzte Minute überlebt habe und am besten noch kein Tor hier, meinetwegen auch von ihm, noch nichts weg ist, dann gewinne ich normalerweise immer. Weil dadurch, dass ich 3 und 2 Elixier-Teile dabei habe, dann rucki-zucki. Zack, 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 setzen kann. Dann wird es ein bisschen unübersichtlich, aber ich finde es immer, es ist echt immer dann richtig spannend, wenn ganz viel los ist. Und was ich auch nicht mache, oder gemerkt habe, dass ich das viel weniger mache, drauf gucken, was gerade im aktuellen Kampf eher wieder unten, was ist jetzt gerade zur Verfügung, was wäre das Richtige und selbst ist das wirklich gut. Gut ist auch bei dem Skeletttypen, wenn der losläuft, auch wenn er stirbt. Hinter ihm kommen noch ein paar Speerkobolde. Die halten dann den Gegner, der gerade das Skelett tot gemacht hat, noch so lange im Schach bzw. im Kampf gefangen, bis die Bombe hochgehen kann vom Skeletttypen. Und dann sind die nämlich auch weg, sodass ich zumindest nicht plötzlich einen Angreifer hab, der auf mich zurennt und ich habe nichts mehr gegenzusetzen. Hier, zack, Sperrkobolde, Explosion, natürlich bei dem hier nur minimal, aber auch er kriegt noch einen mit auf dem Weg. So, jetzt ist zweimal Elixier, jetzt bin ich mit meinen vielen kleinen ein bisschen im Vorteil, finde ich zumindest. Wenn man da hochprozentige Sachen hat, hier, dann hat man, glaube ich, schon ein Problem. Wobei ich echt erstaunt bin, was er plötzlich jetzt hier alles noch setzen kann. Und jetzt kommt der noch dazu. Zack. Hat er also drei Flugsachen auf dem Weg und ich habe nicht allzu gute Flugabwehr. Also im Prinzip bin ich der Meinung, bei mir, die Masse macht es einfach. Und da weiß ich einfach, der Höllenhund hier, der greift halt als erstes den Stein an. Also setzt sich schnell einen Stein und setzt dann irgendwas, was während er den Stein bearbeitet, bearbeite ich ihn. Ich habe oben jetzt eben, als ich mir das Spiel gerade angeguckt habe, überhaupt nicht mehr nach links oben geguckt. Ich wusste zwar, dass ich gewinne, aber ich wusste nicht mehr genau wie. Ich habe nur auf diesen Stein geguckt, wie kann ich halt die Sachen abwehren. Und das ist, glaube ich, auch echt das Wichtige, habe ich mittlerweile kapiert. Ich habe mich bis jetzt für einen echt schlechten. Richtig schlecht. Zwei von drei Spielen habe ich verloren. Aber seitdem ich dieses Deck und noch ein zweites habe, bin ich eigentlich sehr häufig am Gewinnen. Das sieht man auch hier. Clan-Truhe sieht man ja, ich habe einen gewissen Vorsprung vor den anderen. Da habe ich die ganze Zeit eine Herausforderung, die epische Herausforderung, wenn ich mich richtig erinnere. Und habe da komischerweise dann plötzlich angefangen, andauernd zu gewinnen. Und das finde ich echt gut an dem Spiel, dass die epische Herausforderung halt auch dann in die Clan-Truhe und in die eigene Truhe spielt. Ach ja, hier kann ich auch mal noch mal gucken. Ja, genau, hier könnte ich mal genau nachgucken, wie oft ich verloren und wie oft ich gewonnen habe, ob mir das nur so, immer so vorkommt. Oder wie auch mit Unentschieden. Aber auf jeden Fall, meine Siege sind wesentlich mehr geworden, seitdem ich mit diesem Deck spiele. Das andere Deck hier kann ich noch mal eben zeigen, das finde ich auch ganz gut. Das ist das hier. Hier nehme ich hier nämlich den schönen
Reiter gefunden habe, den dunklen Prinzen, den kombiniert hier mit dem Prinzen. Da geht auch einiges. Das ist ja bekannt. Da gibt es verschiedene Spezialnamen für, wenn man die beide einsetzt. Ich habe bei Tramix hat er auch empfohlen, ja, hier diese Karte zu nehmen, die Skelette, um abzulenken. Das geht auch echt gut. Aber ich finde, mit der Hütte, die kostet zwar zwei Elixiere mehr, aber mit der Hütte zieht man alles auf sich, also auch die Sachen, die nur Gebäude angreifen. Und gleichzeitig kommt immer penetrant noch was rausgelaufen. Das bringt natürlich nichts, meistens, weil die sofort weg sind, die kleinen Teile. Aber es bringt einfach was. Und das hier ist noch ein, das ist mein Experimentier. Deck, das finde ich im Moment ziemlich auch nicht schlecht, aber da habe ich ein paar Mal verloren. Und wozu soll ich immer mit dem Deck spielen, wo ich einmal gewinne, einmal verliere, wenn ich mit diesem Deck hier zweimal gewinne und einmal verliere? Ne? Ja, das soll es für heute erstmal von mir gewesen sein. Ach, ich habe mein Moin erstmal am Anfang ganz vergessen. Erstmal. Ja, schön, dass ihr meinen Kanal immer noch so fleißig guckt. 1000 Leute ungefähr sind es ja. Ungefähr Pi mal Daumen. Ja, das finde ich immer noch gut, obwohl mich das immer noch wundert, dass man, wenn man 20.000 Abonnenten hat, nur 1.000 gucken. Aber na gut, ich kenne das ja auch von mir und von anderen. Man hat ja nicht nur den einen in seiner Favoritenliste, sondern sehr viele. Gut, bis dahin. So, hier mein Kampf 2 gegen 2 wieder. Ich mache jetzt mal ein bisschen schneller hier am Anfang. Sieht guter Schlag gleich gegen die anderen. Wir voll im Vorteil. Aber dann zack, zack, sind wir weg. Und ich habe echt geschwitzt und nicht mehr gedacht, dass wir das noch schaffen. Aber ich zeige es natürlich, weil wir hier trotz aller Erwartungen, dass wir gleich weg sind, es tatsächlich noch geschafft haben. Weil sie zum Schluss irgendwie hatten die nichts mehr entgegenzusetzen. Ja, da habe ich gedacht, okay, das war's, die haben noch 2050. Was sollst du da noch machen? Aber irgendwie, ich weiß nicht, haben sie abgelost zum Schluss. Übrigens hier. Ich habe für die AZ-Recorder, wo ich das mit aufnehme, tatsächlich mal 3 Euro investiert, damit das Bild drauf ist, dass ich in 50 Megahertz aufnehmen kann. Und ich denke mir, das ist eine gute Investition, damit ihr mich auch mal sehen könnt. Na gut. Ja, also hier, es sieht echt total scheiße für uns aus. 1186, aber das macht halt auch das Geile an dem Spiel aus, dass manchmal das halt total plötzlich zack, zack geht's. Dann spielst du es wieder mit das gleiche Deck, der gleiche Typ, 2 gegen 2 und du kackst total ab. Das habe ich auch mit. Guck, da hat er nichts mehr, was er, haben sie nichts mehr, was sie machen können. Und tatsächlich gewonnen. Ey, Wahnsinn. Geiles Spiel, geiles Spiel. Das nächste Spiel mit ihm habe ich dann auch daraufhin sofort wieder verloren.